Herr Wasserfallen, Ihre Definition von Open Government Data? Für mich geht es in erster Linie darum, dass man die öffentlichen Daten der Verwaltung, des Bundes, aber auch der Kantone und der Gemeinden zugänglich macht, dass die Bürgerinnen und Bürger eine Möglichkeit haben, damit zu arbeiten, aber dass auch durchaus Firmen ihre Produkte damit verwenden können und verkaufen können. Das ist für mich Open Government Data. Wo sehen Sie die Relevanz von Open Government Data in Ihrem konkreten Tätigkeitsbereich? Also ich selber bin Maschineningenieur und Politiker und das sind zwei faszinierende Welten, beide für sich. Und ich bin der Meinung, dass insbesondere bei den Ingenieurwissenschaften es einige Daten gibt, die man verwenden kann. Also ich nehme jetzt nicht den Maschinenbau, sondern den Bau. Dort gibt es einige Daten wie die Straßendaten, die sehr wichtig sind, auch für Projekte, dass eben auch falsche Investitionen vorausgesehen werden können, wenn sich irgendetwas ergeben könnte. In der Politik ist es eine ganz andere Ebene. Dort kann ich entscheiden, ob eben Daten öffentlich werden sollen oder nicht. Und für mich ist es ein großer Antrieb, eben dort die Rahmenbedingungen zu setzen. Und ein Politiker ist in dem Sinne auch ein Datenlieferant. Man hat ja das in einigen Vorträgen gehört. Man ist Datenlieferant und diese Daten sollen auch eine gute Qualität haben. Was wird besser in der Schweiz dank Open Government Data? Ich war sehr fasziniert, als ich den Vortrag von Herrn Schadbolt gehört habe. Es war ein Vortrag, der mir die Augen wirklich noch etwas mehr geöffnet hat in diesem Bereich. Es ging auch darum, nicht nur Bosshaltestellen richtig zu platzieren, sondern es ging auch darum, zum Beispiel bei der ganzen Kriminalität zu schauen, wo sind die Hotspots der Kriminalität. Es ging aber auch darum, eben vielleicht auch Krankheiten, Krankheitsausbreitungen in frühen Jahren vorauszusehen. Und das sind schon mächtige Tools für einen Staat, die man unbedingt eigentlich benutzen sollte. Wo sehen Sie unmittelbaren Handlungsbedarf in diesem Bereich, im Bereich Open Government Data? Es ist im Gegensatz zum Vereinigten Königreich, zu den UK, ist es in der Schweiz eine andere Demokratie. Wir haben eine föderalistisch aufgebaute Demokratie, eine direkte Demokratie. Das ist schon etwas anderes als ein Regierungs-Oppositionssystem in einem anderen Land. Das ist ein primärer Point of View, den ich jetzt hier reinbringe. Das andere ist, wir müssen halt auch über unseren Schatten springen können. Alle Ämter haben irgendwie Interessen, ihre Daten für sich zu behalten oder dann sie zu verkaufen an andere Ämter, sie rauszulassen in die Privatwirtschaft. Und das hat immer auch mit Geld zu tun. Und dieses Geld, das ist in vielen Fällen der Hinderungsgrund Nummer eins. Das ist aus einigen Vorträgen so rausgekommen. Und ich bin der Meinung, dass neben den gesetzlichen Rahmenbedingungen, um diese Daten freizugeben, auch die finanziellen Rahmenbedingungen und Spielregeln vor allem auch geklärt sein müssen. Was nehmen Sie mit nach Hause von dieser Veranstaltung Open Data 2011? Ich nehme nach Hause, dass die Schweiz nicht alleine dasteht mit diesem Problem und dass auch die Schweiz auf den verschiedensten politischen Ebenen in Diskussion ist, also seien das Gemeinden, Kantone, der Bund selber. Ich nehme aber auch mit, das Beispiel UK haben wir gesehen, es war sehr eindrücklich, was man dort alles machen kann und es war auch ein Wink mit dem Zaunpfahl dort drin, eigentlich, dass auf städtischer Ebene bei den Leuten, direkt bei den Leuten, nahe bei den Leuten ein großer Handlungsbedarf und eine große Nachfrage darin besteht, eben diese öffentlichen Daten zu verwenden. Aus meiner Tätigkeit als Journalist sehe ich, es gibt schon einiges an öffentlichen Daten in der Schweiz. Also ich denke, wir sind nicht in dem Sinn totales Ödland. Das Bundesamt für Statistik hat einiges online, die zum Teil kantonale Statistikämter, das Swiss-Topo. Es gibt schon einiges. Wenn Sie jetzt aus Ihrer Sicht, wo würde Herr Wasserfallen möglichst bald mehr Daten sehen wollen? Also für mich gibt es verschiedene Bereiche. Der eine Bereich ist sicher genannt worden, auch die Finanzen. Die Finanzen sind schon öffentlich, man kann die Budgets einsehen, aber wo effektiv das Geld dann ausgegeben wird, das ist nicht so transparent wie auch in anderen Ländern. Man sollte dort ein Beispiel nehmen
an den Vereinigten Königreich in UK. Dort hat es wirklich eine Webseite oder eine App, das man runterladen kann, und da kann man schauen, was wo ausgegeben wird. Das ist sicher ein Punkt. Und der andere Punkt sind eben diese ganzen Daten, auch diese Swisstopo-Daten, die ja hervorragendes Kartenmaterial sind. Man kann jetzt einige Daten auch auf dem iPad oder auf dem Laptop herunterladen. Das ist eine gute Sache, aber sie sind noch nicht ganz öffentlich, und dort hat man einen Handlungsspielraum. Und das Wichtigste dabei ist, man hat einige Bundesstellen, aber auch kantonale Verwaltungen, die sind jetzt am Entwickeln. Und man sollte einige Keimzellen dort rauspicken, und damit man auch eine, so wie eine Policy machen kann, wie einen Umgang mit diesem Thema, damit man dann auch bei anderen Dienststellen auch den entsprechenden Schalter umkippen kann. Also quasi so Leuchtturmprojekte starten. Ja, Leuchtturmprojekte sind entscheidend wichtig, weil wenn man einmal beweisen kann, in einer Bundesverwaltung zum Beispiel, dass es an einem Ort funktioniert, dann hat man schon einen sehr großen Schritt gemacht, weil vielfach wird einfach gesagt, ja, es ist nicht möglich oder man kann nicht, die Finanzen und so weiter, aber wenn es irgendwo funktioniert, dann kann es auch bei anderen Ämtern funktionieren, und das muss das Ziel sein.